Ja, ich wollte zu dem Thema auch noch mal kurz was sagen. Man kann ja eigentlich immer nur Meinungen wiedergeben, die man irgendwo im Internet aufgeschnappt hat oder irgendwo im Fernsehen gehört hat. Ist ja viel bei uns so, dass wir fast nur noch das wiedergeben, was wir irgendwo bekommen an Informationen. Ich kann da nur Gysi zitieren, der sagt, wenn wir Waffen exportieren, müssen wir auch Flüchtlinge importieren. Das ist für mich einfach ein Grundsatz. So, uns geht es hier verdammt gut, deswegen können wir diese Leute alle aufnehmen. Das ist so mein Thema zu der Meinung. Fertig. Andererseits finde ich es aber sehr schlimm, dass bei diesem Thema immer nur Symptome besprochen werden. Ganz ehrlich, wir könnten ja erstmal da anfangen, dass wir vielleicht nicht mehr Nestle konsumieren, weil Nestle den Leuten dort ihre Wasserquellen wegkauft. Da sollte man vielleicht mal anfangen. Man könnte da anfangen, dass wir vielleicht keine Nike-Schuhe mehr tragen und kein verschissenes, Entschuldigung, Smartphone mehr in der Tasche haben, wo irgendwelche Chinesen für Slaven müssten irgendwo. Da könnte man vielleicht anfangen, dass man saubere Produkte, die Fairtrade hergestellt werden, dass man guckt, woher kommt das? Die Quellen sind da. Inzwischen ist das Internet da. Wir können jedes Produkt hinterfragen, was hier kommt. Und dann fragt mal, was heißt Produkt? Produkt, das ist schon verführen mit drin. So, wir werden verführt. Wir sind alle von Grund auf, sind wir konditioniert zu diesem Mist, den wir hier alle mitspielen, von klein auf an so. Und wir denken, das ist alternativlos. Das ist das Schlimmste, was uns die Politik verkauft. Hier ist ja alles alternativlos. Es gibt Alternativen. Wir müssen uns nur zusammenschließen, langsam Land ankaufen für die Gemeinschaft und langsam wieder selber bewirtschaften. Nicht bedingungsloses Grundeinkommen, sondern mal wieder anfangen, diese Erde hier für sich selbst zu nutzen, mal wieder irgendwie dem lebensbejahend zu leben. Also der Natur das zu geben, was man von ihr bekommt. Diesen Kreislauf erstmal wieder zu schätzen. Dann würde das Problem mit den Flüchtlingen nicht entstehen. Und das kann man in den Ländern dort den Menschen auch zeigen. Die 10 Milliarden, die hier auf einmal aufgebracht werden von den Ländern, die sie alle einen Überschuss haben. So, ja, fangt an, da drüben die Probleme wieder zu beseitigen, so ihr Politiker. Dafür seid ihr da, wenn ihr überhaupt für irgendetwas da seid. Aber, und das Größte an der ganzen Sache ist, das Geilste ist, wenn wir hier, während hier Leute sich irgendwelche Meinungen, die sie im Fernsehen bekommen oder im Internet bekommen, gegenseitig an den Kopf werfen, den einen als Nazi beschimpfen, den anderen als Linken beschimpfen oder was weiß ich, alle sich rechts und links beschimpfen, lacht sich das Kapital, diese Elite so kaputt über das, was wir hier machen, weil sie dieses Fake-System namens Demokratie sich überhaupt als Herrschaftssystem zurechtgelegt hat. Die nächste Stufe, für ein bisschen aufgeklärtere Menschen braucht man nun mal ein besseres System und das ist die Demokratie. Wer denkt, dass das hier eine Demokratie ist, den lache ich aus. Tut mir leid, das ist keine Demokratie. Diese Menschen werden vielleicht demokratisch gewählt, aber machen dann 4 Jahre lang das, was ihnen das Kapital, die Wirtschaft und die Elite vorgibt, was sie tun sollen. Das ist nun mal so. Wann hat jemals ein Politiker etwas für Menschen getan? Wenn er was gesagt hat, nur dass er es tun möchte, wurde er entweder wie Roosevelt nach dem Zweiten Weltkrieg für verrückt erklärt, weil er den No-Deal durchsetzen wollte. Er wird vielleicht erschossen, wie gute Politiker, die es mal gab, die was für Menschen tun wollte. Aber ich glaube, seit 60 Jahren gibt es keine Politiker mehr, die wirklich noch was für Menschen tun. Ich will ja an das Gute glauben im Menschen, wirklich. Aber dieses System hier ist eine Diktatur der Lobbyisten. Es ist eine Diktatur der Bürokratie. Es ist eine Diktatur der Banken. Was auch immer. Es ist die Weltdiktatur der Demokratie. Und dafür wird Krieg geführt. Was ist denn das für eine Demokratie? Ich führe Krieg, damit ich eine Demokratie durchsetzen kann. Also ich finde, wir sollten bei unserem Leben anfangen und wieder so leben, dass wir diese Menschen in den Ländern nicht ausbeuten. Natürlich haben wir sie hier aufzunehmen, wenn wir sie ausbeuten. Und das tun wir leider alle, die wir ein Smartphone in der Tasche haben, die wir Nestle kaufen, die wir immer noch zu McDreck gehen, die wir immer noch irgendwo in dieser Welt diesen Mist einkaufen. So. Und ich rede nicht nur, sondern zum Beispiel ich für meinen Teil fange an. Ich rette Tomatensorten, alte Sorten, baue alles Mögliche an. Und dieses Essen schmeckt wundervoll. Man kann davon auch echt genährt sein. So. Aber ich nehme niemandem etwas weg. Für mich muss kein Mensch irgendwo in Spanien oder in Afrika versklavt werden, um mir irgendwie Essen zu geben. Und Nestle ist gerade angezeigt worden wegen Beihilfe zur Versklavung. Und es gibt hier immer noch Menschen, die nicht hinterfragen, dass sie Nestle trotzdem kaufen im Laden. Entschuldigung, Empörung ist irgendwie eine negative Form von Narzissmus. So ist auf jeden Fall eine schlimme Sache eigentlich, Empörung, finde ich, weil man bei sich anfangen könnte. Aber da bin ich echt empört, dass wir diese Marken immer noch kaufen. Und jemand, der 80 Milliarden Gewinne macht im Jahr, so wie Nestle, der könnte vielleicht auch mal anfangen, was für die Flüchtlinge zu tun und dafür zu tun, dass diese Menschen irgendwie heil kommen. Der Kapitalismus ist kein Kapitalismus, das ist Kapitalismus. Und wir machen das mit, also sind wir auch mitschuldig und müssen dafür sorgen, dass es diesen Menschen gut geht. Denn wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen und nicht irgendwie irgendeine Nation oder was. Wir sind alle Menschen und wir kommen alle von dieser Erde. Und alles, was wir an Materie bekommen haben, haben wir uns von dieser Erde genommen und werden wir ihr zwangsweise wieder zurückgeben. Also können wir auch versuchen, in unserem Leben das auch zu tun. Danke. Und jeder steht für seine Handlung oder auch Nichthandlung auch verantwortlich vor der Schöpfung, nicht zu vergessen. Ja.
Weißt du was, Rainer? Irgendwie ist es traurig. Normalerweise müssten hier Millionen stehen, ne? Ich bin einer von diesen 7 Milliarden. Ah, ich auch. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Wusstest du, dass wir im Prinzip seit 70 Jahren nur noch beschissen werden? Es ist mir später eingefallen, als ich dann anfing, selber zu denken. Weil eben war doch das Ding mit der Politik. Das Geniale dabei ist, diese Steuern, die wir zahlen, sind allesamt seit 1990 rechtswidrig. Ja, und in Artikel 23 habe ich heute nochmal... Vom Bundesverfassungsgericht auch beschlossen. Und ich, weißt du was, wenn du mal selbst als Mensch verurteilt worden bist, dann glaubst du auch an Urteile. Und ich bin so ein Typ, der glaubt Urteile. Und ich glaube an Menschen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich glaube an den Einzelnen, der handelt. Der handelt. Nee, Unrecht, das ist die Gesinnung. Da müssen wir auch hingucken. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wenn jeder weiß, dass er zu Unrecht Steuern zahlt, heißt es, er zahlt Blutgeld an den jetzigen Krieg. Das ist die Wahrheit. Zwischendurch denke ich auch nach, wo ich ja bitte sage und nein danke. Ich glaube, das sind die beiden wichtigen Worte. Ja bitte, nein danke. Ja, lebensbejahende Entscheidung. Ja bitte. Ja bitte, Menschen. Leben, ja bitte. Okay? Mensch. Mensch, 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 Mensch sein muss der Mensch, sagte schon Henry Wahl, der Unseuch-Theaterspieler, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Mensch, jeder Einzelne, egal wie er sich nennt, ob er herkommt, von hier, von da hierher oder von sonst wo hier zuguckt, von draußen guckt, hier über diese Kamera, Mensch, jeder Einzelne, Mensch, denken, fühlen, wollen. Wollen heißt handeln. Handeln heißt, in welche Richtung handle ich? Was mache ich? Meinen Apfel freue ich mich, wenn ich den Baum kenne und den Apfel, der runtergefallen ist, aufheben darf. Und dann bedanke ich mich bei der Natur. Danke. Danke für das Menschsein. Tun sollen hat seinen Grund in einem Sein sollen. Sein sollen hat seinen Grund in einem Gutsein, in einem Richtigsein, in einem richtig Menschsein. Mensch. Mensch. Unabhängig, wie wir ihn sonst noch nennen. Aber es ist immer Mensch. Mensch, der hierher kommt, Mensch, der weggeht, Mensch, der auch Entscheidungen trifft und andere veralbert, verhöhnt, versklavt. Das herauszufinden, dass es jeder selbst herausfindet. Dann werden wir unser einzelnes Handeln anders gestalten. Und die Idee, das Geld abzuheben von der Bank, ist eigentlich genial, aber ziemlich gefährlich, weil es bedeutet, dass ja nicht so viel physisches Geld da ist, wie das schon gesagt wurde. Und meine Idee war mal, wenn jetzt jeder siebte Rentner auf die Idee käme, sein restliches Geld, was er noch drauf hat, runterzunehmen und kein Geld mehr an die Banken zu geben, um es, sagen wir mal, verzinsen zu lassen. Geld arbeitet nun mal nicht. Das sind die Menschen, die arbeiten. Der Mensch. Das ist das Wesentliche. Ich bedanke mich.